Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das Wort Gottes, das ausgelegt wird, ist aufgezeichnet bei St. Johannes im 11. Kapitel. Da versammelten die hohen Priester und Pharisäer den hohen Rat und sprachen: Was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr Hoherpriester war, sprach zu ihnen: Ihr wisst nichts. Ihr bedenket auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagt er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr Hoherpriester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch um alle verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es aber für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Lasst uns beten. Ewiger Gott und Vater, segne uns durch dein Wort, öffne unsere Ohren und Herzen. Liebe Gemeinde, ich war erschrocken und erstaunt zugleich, als ich das Gotteswort für die heutige Predigt las, bei der Vorbereitung. Ich war erschrocken und erschüttert über diesen hohen Priester Kaiphas. Das ist wirklich eine Spannung. Dieser Mann erweist sich als Prophet Gottes. Er sagt klar und deutlich das, was Gott will. Und dennoch ist und bleibt er ein Feind Jesu. Er erkennt ja, dass Jesus besondere Zeichen tut, dass er Nachfolger, dass hier eine Vollmacht vorliegt. Und dennoch verweigert er sich am Ende Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr die Tragik dieses Geschehens wirklich erfasst und begreift. Das müssen wir uns vorstellen. Da ist ein Mensch von Gott bevollmächtigt, beauftragt und er kann Gottes Willen kundtun. Er hat genau die richtigen Erkenntnisse. Und dennoch verfehlt er das Ziel. Es war so, dass die hohen Priester Israels nicht nur Opferpriester waren, wie manche Menschen meinen, sondern es war wirklich eine Hauptaufgabe, die Weisungen Gottes deutlich und klar zu verkündigen. Der Prophet Malachi sagt einmal im 2. Kapitel: Denn des Priesters Lippen sollen die Lehre bewahren, dass man aus seinem Munde die Weisung höre, denn er ist ein Bote des Herrn. Waren die Propheten eher außerordentliche Boten, die Gott rief, wenn niemand mehr bereit war, seinen Willen kundzutun, so waren die Priester im Grunde die ordentlichen Boten Gottes, so kann man das sagen. Aufgrund ihrer Berufung, ihres Berufs, ihres Amtes, hatten sie die Aufgabe, für das Wort einzustehen. Und der jüdische Hohepriester hatte auch so eine Brusttasche und da waren auch so zwei Steine drin, die nennt Luther Licht und Recht. Licht und Recht, und das besagt alles. Wenn es darauf ankam, Entscheidungen zu treffen, dann oblag es dem Hohenpriester, die Weisung zu geben, festzuhalten, was ist das Recht Gottes. Und wenn er keine Klarheit hatte, dann konnte man diese Steine sozusagen als Lose werfen. Aber er musste eine Antwort geben. Was ist jetzt dran? Und im Grunde genommen sagt Kaiphas genau das, was dran ist. Ja? Es ist besser, dass einer stirbt für alle, als dass alle zugrunde gehen. Ja? Genau das ist Gottes Ziel. Das Ziel, dass nicht nur Israel am Ende gerettet wird, sondern alle Menschen. Ja? Das sind die verlorenen Kinder, von denen Jesus spricht, die noch eingesammelt werden müssen.
großartig. Großartig zunächst, dass ein Mensch aufgrund seines Auftrages, seiner Berufung genau das Richtige sagt. Aber zugleich dieses Erschrecken, diese Tragik, dass er selbst gar nicht erfasst, worum es geht, dass er es persönlich für sich nicht annehmen kann. Erschrecken, aber auch wiederum trösten. Das Ganze ist hier ein wenig ambivalent. Tröste vor allem für jemanden, der hören muss. Selbst wenn ein Bote Gottes fehlerhaft ist, wenn er ein Versager ist, richtet er aber die Botschaft treu aus, dann wird die Botschaft durch sein persönliches Verhalten nicht diskreditiert, wenn man das Fremdwort gebraucht. Sie wird nicht unglaubwürdig. Also hinter diskreditiert steckt das Wort Credo, Glaube. Das ist großartig. Der wahrhaft wiedergegebene Inhalt trägt sich selbst. Er kann gar nicht kaputt gemacht werden. Das ist tröstlich. Allerdings muss die Botschaft treu wiedergegeben werden und dem Willen Gottes entsprechen. Man kann nicht behaupten, im Himmel ist ja Gott, sondern man muss schon das sagen, was Gott will. Diese Erkenntnis kann aber auch gerade für den Verkündiger auch ein Trost sein. Denn auch der Bote kann manchmal erkennen, oh, ich habe meine Grenzen. Ich bin ganz schön unzulänglich. Und sündigen tue ich auch. Hat denn das, was ich euch noch sage, hat denn das noch Geld? Ja, hat denn das noch Geld? Ja, es bleibt gültig. Und es hat Folgen, solange der Inhalt nicht verfälscht wird. Und Kaiphas gibt wirklich den Willen Gottes korrekt und richtig wieder. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verliert. Aber wie gesagt, Kaiphas bleibt an der Oberfläche. Vielleicht liegt es daran, dass er Sorgen hat. Das ist immer eine große Gefahr, wenn Menschen Sorgen haben, wenn sie von Angst getrieben sind, dann können sie manchmal an der Oberfläche stehen bleiben. Ja, einmal die Sorge und die Angst, dass Jesus ja größeren Einfluss auf die Leute hat als er und die anderen Priester. Das ist auch ein bisschen einfacher. Der Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so weiterwirken, dann werden sie doch alle an. Sieht kein Pastor so gerne, wenn die Leute zum anderen Pastor gehen. Zum anderen befürchtet er, dass der Anspruch Jesu, ich bin der wahre König Israels, die Römer provozieren kann. Natürlich will Jesus nicht die politische Herrschaft übernehmen, das sagt er ganz klar. Die Römer, die keine Ahnung haben, wie sollen sie das unterscheiden? Und dann kommen die Römer. Und dann nehmen sie Land und Leute und machen alles kaputt. Die Tragik ist, so sehr sich Kaiphas als unbewusster, richtiger Prophet erweist, im Grunde verfehlt er dann wiederum sein eigentliches Amt, das Amt des Priesters. Der Priester sollte wissen, und die Tiefe der Sünde. Der Priester sollte wissen, wie schuldverstrickt der Mensch sein kann und dass kein Mensch vor Gott besteht. Gerade die jüdischen Hohenpriester hatten genaue Anweisungen, genaue Beschreibungen bekommen, wie Sünde getilgt werden muss. Sie wussten, wie leicht der Mensch und auch der Hohenpriester selbst sich verstrickt. Und auch außerhalb der Gesetze des Mose gibt es erstaunliche Prophezeiungen, Aussagen Gottes, die auf den Dienst des hohen Priesters hinweisen. So gab es ungefähr 500 Jahre vor Jesu Geburt einen hohen Priester, der hieß auch Jesus oder Jeschua. Und er bekommt durch den Propheten Sacharja und auch seine Mitpriester einen Hinweis, ihr seid
Vorbild, ihr seid ein Vorzeichen auf den kommenden Retter, der die Sünden, der alle Sünder an einem einzigen Tag wegnehmen wird. Höre nun, Jeschua, so heißt es wörtlich im Hoherpriester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, ihr seid miteinander ein Vorzeichen, denn siehe, ich will meinen Knecht den Spross kommen lassen. Knecht und Spross sind Namen für den Messias. Siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe, sind sieben Augen. Auch hier dürfen wir daran denken, dass Jesus sagt, ich bin der Eckstein. Und auf diesem Stein steht, ich will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Wenn Kaiphas wirklich Gottes Wort wahr und ernst genommen hätte, er hätte eine tiefen Sicht gehabt. Er hätte erkannt, was das wirklich bedeutet, dass es notwendig ist, dass einer für alle stirbt und dass das ganze Volk nicht verliert. Aber Kaiphas versagt sich der göttlichen Wahrheit und darum verfehlt er am Ende den Willen Gottes. Er begreift nicht, dass es nicht nur darum geht, das Volk Israel von äußeren Feinden zu befreien und zu retten, sondern er übersieht, wer die wahren Feinde Israels und aller Menschen sind. Das ist jetzt so die althergebrachte Formel. Die Sünde, der Tod und der Teufel, das ist wirklich, was uns Menschen kaputt macht. Darum muss Jesus sterben, darum muss Jesus sterben, damit wir von diesen Feinden befreit werden. Und es ist so, wie durch einen Menschen die Sünde und der Tod in die Welt kam, so muss auch die Sünde wiederum, weil Gott gerecht ist, durch einen Menschen überwunden werden. Aber die Schwierigkeit ist, keiner unter uns kann das, weil wir eben in Sünde verstrickt sind. Nur ein Mensch, der eben frei ist von Sünde, kann diesen Weg gehen und das stellvertretend für andere auf sich nehmen. Und darum wird Gott Mensch. Oder das Wort wird Fleisch, wie Johannes es sagt, das schöpferische Wort Gottes, es wird Fleisch. Gott selbst muss als Mensch unsere Sünde tragen und sie überwinden. Und das Spannende ist nun, dass Gott auch gerade im Propheten Sacharja, und zwar im 12. Kapitel, genau darauf hingewiesen hat. Da sagt Gott selbst, und sie werden auf mich schauen, spricht Gott, sie werden auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Das sagt Gott voraus. Sie werden mich durchbohren, mein eigenes Volk. Und dann geht es weiter. Sie werden klagen, wie man klagt um den einzigen Sohn. Und sie werden sich um ihn betrügen, wie man sich betrügt um den Erstgeborenen. Und das sind ja auch Namen Jesu, der Sohn, der eingeborene Sohn. Hätte Kaiphas nur darauf gehört, das einmal ernst genommen, dann hätte er die Tiefe seiner Weissagung erfasst. Aber es geht nun nicht darum, dass wir über Kaiphas wissen, das ist Gottes Sache. Sondern entscheidend ist immer, dass wir auf uns schauen, auf unser Leben. Und was können wir davon mitnehmen? Wichtig ist, dass wir im und am Worte Gottes bleiben. Es achten, es pflegen, damit umgehen. Nur so können wir seine Tiefe erfassen. Und dann eben auch die große und wunderbare Liebe Gottes entdecken, die sich in Jesus Christus offenbart und die deutlich macht, dass dieser eine all das auf sich nimmt, was uns belastet. Und dass wir darum froh, frei und fröhlich Ostern entgegengehen können, im Fest der Auferstehung. Und der Friede Gottes der Höhe ist, dass alle unsere Vernunft bewahre, alle Herzen und Sinne in Christus Jesus.